Hi Fans, alles easy, ich bin's wieder, der Turbo Reini. Und wie ihr es beim anderen Video schon gesehen habt, ich habe derzeit eine Hohner Merino 4M, nur leihweise, also die gehört mir nicht. Die ist aus Niederösterreich von Weinbacher Franz, den kennt ihr bestimmt auch. Das ist auch so ein Merino-Spezialist oder Fan, ist Klavierlehrer, also ganz ein super Typ. Und da war ich neulich unten in Niederösterreich, also beziehungsweise beim Gruberqual, das ist auch ein Merino-Fan. Und die haben, hat jeder eine umgebaute 4er, 4M. Das heißt, die hat der Franz, glaube ich, umgebaut, der Weinbacher. Und gestimmt hat es der Gruberqual. Und der Gruberqual hat auch 4er umgebaut. Der hat ja ein bisschen anders umgebaut. Aber genau, ruft ihn selber und könnt ihn fragen, wenn es interessant war. Interessant ist so ein 4er natürlich vom Gewicht her, weil die natürlich, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, kann es nicht wiegen, weil meine Personenwaage ist leider eingegangen. Wahrscheinlich bin ich schwer geworden. Nein, die Batterien sind ausgegangen, genau so was. Die Batterien, ich bin nicht schwer, die Batterien sind ausgegangen. Aber ich schätze mal, ein Kilo wird es leichter sein. Ich meine, ich kann es jetzt schnell runter tun, dass man mal sieht, auch von der Tiefen, dass die also um einiges wie tue ich es jetzt am besten hier so, dass man einfach sieht, von der Tiefen, allein schon von der, also da fällt es doch um einiges, was die im Vergleich zur 5er. Und das ist natürlich durch das ist leichter, weil da natürlich auch Stimmstock weniger drinnen ist. Und es ist natürlich auch sehr handlich durch das, weil es nicht so tief ist. Also ist wirklich sehr, sehr gut. Und genau jetzt zum Umbau selber. Also ich weiß nicht genau, wenn, dann müsst ihr einen Franz fragen oder einen Gruberqual noch besser fragen. Einfach, es ist halt so, dass dieser Ton, da, wo das Register drinnen war mit dieser tiefen Oktave, der ist heraus, der Stimmstock, und da sind jetzt praktisch die Stimmen drin von einem Grundton vom Tremolo praktisch, von der Schwebung. Somit hast du bei dem Akkordeon hast du ein normales Piccolo. Und bei der ist das Piccolo, glaube ich, im Casotto. Da hast du den Grundton. Und da kommt jetzt, wo normalerweise wo die tiefe Oktave wäre, da ist auch nochmal ein Grundton, aber der fürs Tremolo halt. Das hat wieder einen anderen Klang als der normale Grundton. Genau, dann hast du hier unten das zweite, also das mit dem Piccolo, das ist ganz normal wie bei der 5er. Schon Herz hat einen sehr kräftigen Bass, ist auch dabei. Also ganz eine coole Sache und wie gesagt sehr handlich. Dann ist da, ist praktisch, weiß ich gar nicht was das ist, es ist das Dreier. Und jetzt aber, das ist eigentlich das, was umgebaut ist, das ist das dreistimmige Tremolo. Hat der Gruberqual gestimmt, das hören wir uns einmal an, das tut nämlich gut. Also, es klingt super. Wie gesagt, die Fehler werden natürlich auch nicht wenig durch, auch nicht weggezaubert durch die umbaute 4er. Aber es ist cool, also somit ist es eigentlich nicht ganz ein 5er. Wie gesagt, es ist eine Gewöhnungssache, aber es ist eine tolle Idee und wirklich überlegenswert. Und jetzt komme ich eigentlich zum meinen speziellen Highlight, was das natürlich hat, weil durch das, dass die umgebaut ist, hast du zweimal zwei Register mit zweikörigen Tremolo, und das wäre jetzt das normale, das was du also bei einem normalen vierkörigen hast, ne? Und
dazu hast du aber zusätzlich noch da noch ein 2-köriges Tremolo. Und das hat einen riesen Vorteil, das werdet ihr gleich hören. Das klingt nämlich fast wie ein steirisches, also das ist sehr flach. Und durch das, also, mir hat das sehr zugesagt, weil da kannst du dann wirklich also Michelitz-Stückchen oder sowas spielen, also hört sich wirklich gut an. Also, das ist natürlich eine Bereicherung wieder. Ganz cool. Und da hast du halt, wie gesagt, die anderen Register noch. Einfach einmal ausprobieren. Ich bedanke mich natürlich ganz herzlich beim Weinbacher Franz und beim Gruber Karl, dass wir die geliehen haben, weil es hat ja schon wieder einen Grund, ich habe mir schon wieder VM, also ein 5er gekauft. Und das momentan beim Stimmen und jetzt habe ich die ausprobiert. Also eine coole Idee. Bin am Überlegen, ob ich mir irgendwann einmal eine zulege. Und wie gesagt, war vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant. Ich hoffe, dass das interessant für dich war. Dann eine Vorankündigung. Es ist ja schon wieder wie Weihnachten, da habe ich ein Zauberkistchen. Und zwar habe ich wieder was zum Testen, das werde ich dann demnächst machen. Da geht es um dieses Mikrofon HDM100. Das ist für Akkordeon mit Magnet. Also ganz eine tolle Sache. Da gibt es ein Bassmikro, aber da mache ich dann ein eigenes Video. Wie gesagt, das ist für mich sehr interessant, das alles auszuprobieren. Und ich werde euch aber informieren, was für meinen Geschmack, für meine Idee gut ist oder was funktioniert. Okay, somit alles easy, so lang, euer Turbo Renny.